Am vergangenen Dienstag hat der Verein Slow Food zusammen mit der Kampagne Ocean 2012 in Kampen einen Aktionstag gegen die Überfischung der Meere organisiert. Der Raubbau am Meer muss ein Ende haben, das ist die Botschaft. Zerstörerische Fangmethoden sollen beendet werden, nachhaltige und lokale Fischwirtschaft fördern. Darauf drängt Slow Food. Bei einem Podiumsgespräch wurde darüber diskutiert. Viele interessierte Urlauber verfolgten die Aktion. Der Sternekoch Johannes King vom Söllringhof kochte eine Fischsuppe, bei der alle Teile des Fisches verarbeitet wurden. Nichts wurde vergeudet. Eine Menschenkette in Form eines Fisches setzte ein Zeichen gegen die Überfischung der Meere und für die Nachhaltigkeit in der Fischereiwirtschaft.